Okay, hi Leute, das ist Sanum hier. Das Finale der Season 2. Der Anwerber oder der Recruiter, der steht an und ich bin wirklich gespannt auf die Endmission. Ich habe so ein bisschen was gehört, was die technische Seite angeht. Hier soll es wohl richtig zur Sache gehen, was Bugs, Glitches angeht, dass die Manhunt buggt und dass hier, ihr seht hier, Zielposition, bevor wir die letzte Manhunt starten, solltet ihr dort unter 75% haben, dann soll es wohl auf jeden Fall zu Schwierigkeiten kommen. Also checkt das auf jeden Fall mal aus, bevor ihr die letzte Mission angeht. Helfen soll, ich habe viel recherchiert, das ist ganz schwierig. Manche haben Probleme, also so mein Kenntnisstand war immer, dass sobald man im Team spielt, dass es dann stellenweise rumbuggt, je nachdem wer irgendwas triggert. Jetzt ist es wohl so, dass das scheißegal ist. Viele Leute haben auch im Solo-Play Probleme damit. Ich bin gespannt, wir werden das gleich solo durchprügeln und mal schauen. Wie gesagt, einige konnten das beheben durch das Zurücksetzen der Fahndung und das erneute Spielen. Und ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall kurios. Das begleitet uns schon die letzten Seasons und Manhunts tatsächlich, dass da immer irgendwas schief läuft. Schauen wir mal. Ich hau mir mal auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt diesbezüglich. So, aber wir fangen mit Vikram an. Und der in Neu-Venedig. Okay, gut. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier. Zuerst zack, hier oben. So. Gucken wir mal. Ich gehe das Ganze mit Stürmerbild in der Hinterhand und meinem heißgeliebten Umbra-Set in der anderen Hand mit einer FAMAS und mit meiner eisernen Lunge. Ich liebe das Bild. Dafür habe ich jetzt um ein bisschen mehr auf Survivability zu gehen, habe ich Memento jetzt angezogen, statt dem, wie ich es in dem Bild habe, das Rückgrat. Von Lengmo mit perfekt unaufhaltsamer Kraft, was sehr, sehr cool ist. Ich denke, mit Memento haben wir ein bisschen mehr Survivability, die wir gut brauchen können. Besonders für das Ende. Und dann schauen wir mal. Und mit dem LMG und einem Sturmgewehr sind wir, denke ich, gut beraten. So, der Checkpoint Neu-Venedig. Sehr, sehr cooler Checkpoint, wie ich finde. Manchmal kann der ein bisschen wild werden. Ein bisschen näher. Na? Was immer so ein Ding, bis Memento aufgeladen ist und an die volle Power gibt. Jetzt schlägt das Wetter jetzt umher. Ja, sehr gut. Ja.
schon eine Band, wie sehr ich Umbra liebe. Der Spielstil geht mit Umbra halt Hand in Hand. Das ist einfach so geil. Die Drohne lenkt mir schön ein bisschen die Gegner ab. Nimmt mir ein bisschen den Druck. Da ich kein Schild habe. Und den Rest. Erledigen hier die Statuseffekte mit dem Feuer. Oh ja, war knapp. Sehr gut. Oh, vielen Dank, Schatz. Eine kleine Stärkung. Sollte auf jeden Fall helfen. So. 79% und weiter geht's. Gehen wir rüber zu Sierra 1, dem Kopfgeld-Einsatz. Oh. Schade, dass man mal stundenlang zoomen muss, bis man den Eingang gefunden hat, ja? Gerade sagen, wo haben die sich? Boah, ist mir ja ganz falsch. Ah. Okay, etwas verwirrt. Ah, ja, hier hoch. Dieses Geräusch. Ja, so muss das sein. Sehr gut. Ich habe die letzten Tage so mal zwischendurch ein bisschen Survival gespielt, Division 1.
um mich da ein bisschen mehr reinzufuchsen. Und wenn du gerade hier durch diese Gebäude durchgehst, dann merkst du wieder richtig, wie geil das gewesen wäre mit einer Survival-Variante hier in Division 2, ne? Oh, Umbra ist nicht aufgeladen, das merkst du sofort. Oh. Okay, ab zur Tankstelle. Die Ufertankstelle. Jetzt komme ich natürlich nicht raus, ne? Let's go. Wie geil es einfach halt auch so auf Entfernung ist, ne? Ich find's einfach nice. What the fuck? Okay, da war Glück. Ja, so gefällt mir das. Oh, fuck. Ist mit Memento tatsächlich auch sehr, sehr nice. Ihr merkt, ne? Das halt, klar, dir fehlt halt Rucksacktalent, aber du kriegst halt so viel mehr Survivability und kriegst auch Damage und verbesserte Drohne, verbesserte Banshee-Pulls. Das ist schon okay. Definitiv auch eine Option. Damage ist halt absolut ausreichend, ne? Mal ehrlich. Komm, okay. Ist jetzt nichts, was uns großartig Probleme bereitet. Wie gesagt, ich spiele, ernsthaft, ich spiele die Eiserne Lunge lieber als die Elmo, ne? Und das, obwohl ich auch ein Sturmgewehr-Fan bin, ne? By the way, und die Lavoa echt mag. Aber ihr seht, hat man das Nachladetempo im Griff, dann ist das alles halb so wild, ne? Und wenn wir jetzt noch statt nur der kleinen Damage-Erhöhung in der nächsten Season auch eine ganz kleine Munitionserhöhung auf 100 Kugeln bekommen würden, dann wäre das absolut okay.
Und ist halt das Unterdrücken der Gegner ist halt Fluch und Segen zugleich, ne? Mein unterdrückter Gegner schießt nicht mehr zurück. Einer, der in Brand ist, auch nicht. Oh, was geht da hinten? Nice, das war gut. Ich weiß, ich habe von vielen von euch gehört, die kommen mit dem Spielstil von Umbra und so nicht so zurecht. Hin und her und so weiter, den müsst ihr euch einverleiben. Müsst ihr. Wenn ihr ihn einmal drin habt, ich sag euch, das macht mega Bock. So. Weiter geht's. Tango 2. Wir sollten das hier relativ schnell hinbekommen. Damit wir zum Recruiter kommen. Bin echt gespannt. So, dann schauen wir mal. Oh. Die Position ist nicht so geil ohne Deckung. Ja, dann machen wir es halt so. Na, wo kommen die Lemminge her? Oh ja. Ich bin gerade etwas verwirrt hier, wo... Okay, tatsächlich sollen wir runter. Ah, nice. Bleiben wir hier? Das sieht so aus. Oh ja, der Dicke oben. Wow, genau in die Laufrichtung wie immer. Oh, Vic und der Recruiter bei der Bank. Nur 91%. Wie gesagt, ich denke mal, dass das okay sein sollte mit den 91% zum jetzigen Zeitpunkt. Weil, wie gesagt, die Sachen, die ich an Feedback bekommen habe und die ich recherchiert habe, waren alle wirklich vor Start der Fahndung. Habt ihr da unter 75%, wird's bitter. So. Dann, let's go. Ab zum Bankhauptquartier, dann holen wir Big und dann sollten wir ready sein für die
Mission gegen den Recruiter. Rumor is Vic has a safety deposit box at the bank and Sokolova wants whatever's inside it. I can't believe we're risking your life for Vic from Malik. Ja, Vic ist ein Spezialfall. Jetzt muss man erstmal den scheiß Eingang finden. Ich spekuliere ja auch ein bisschen drauf mit Umbra, dass ich schön jetzt so die Probleme habe mit meiner Heilung, weil der Recruiter ist ein Hunter und dementsprechend muss man mit Skills ein bisschen aufpassen. Wow! Ernsthaft? Get away from me. Hey, was ist los mit dir da oben? Ich sollte vielleicht die FAMAS nur ein bisschen überdenken und vielleicht gleich was anderes nehmen. Weil es ist halt, falls ihr das sehen könnt. Gucken gleich schon am anderen Sturmgewehr, weil die FAMAS mit dem Umbra Boost, die schießt zwar ultra schnell, aber die geht sehr so steil nach oben. Ah, the fuck. Jawohl, runterspringen. So lobe ich mir das. Wow, das ist nicht fair. Genau, so ist das gut. Okay, lasst mal kurz gucken. Beziehungsweise ich zeig's euch mal kurz. Schaut euch halt an. Was ihr eben schon gesehen habt. So, Umbra-Buff aufgeladen, FAMAS, ohne dass ich gegenhalte. Das ist krass. Das ist echt heftig. Das ist stellenweise sogar ein Tick zu schnell. Gucken, was ich noch hier drin habe. Schildspielerei, aber die hat auch dann so viel. Obwohl, ne, wir kommen auf Dinge. Ach, komm. Nehmen wir die Schildspielerei. Nochmal eh. Super gesprochen, sehr, sehr coole Waffe. Sehr cooles Talent und die F2000 einen richtig krassen Buff bekommen für die nächste Season. Zumindest stand jetzt, wenn es so bleibt. So. Schön, dass Daniel wieder falsch läuft. Das hilft, ist scheiße. Wenn du nicht mehr amüsieren kannst, ist es echt bitter. Ja, ihr dürft hier runter haben. Wenn ihr alle hier runterfallen, ist das natürlich super, ne? Und sag ich nicht, ne.
got you back. Oh, verdammt. Da zweimal hintereinander. Guck, Defense ist schon, das ist schon deutlich besser mit Memento. Deutlich besser. Lieber ein bisschen auf Damage verzichten dafür. Tja. Ah ja. Den Weg rückwärts gehen ist schon ordentlich. Läuft gut. Und guckt euch die Drohne an, ohne Fertigkeitenrang, nur über Memento. Also schon Fertigkeitenrang, jetzt einen durch Memento, aber die Fertigkeiteneffizienz und alles ist auf jeden Fall schon nice. Ach ja. Wie zum Geier sind wir rüber? Auch bescheuert. Okay. Okay, das war's. Wow, war das... Alter! Jo, das war knapp. Oh, das war richtig knapp. Got
Vic. Hey, meet me at the castle. Then go get my sister Birdie. Okay. Aber die Schlosssiedlung, das war Vikram. Es ging recht zügig, tatsächlich. Schauen wir mal, ob das alles jetzt so funktioniert. So, hier ist Vic. Ooh, glad you didn't shoot me. Hope there's no hard feelings about that hyena ambush. You know that was Nat's idea, right? Nah, it doesn't really matter. The past is the past. Besides, I could tell they were no match for you, and I was right. They're all dead, and you're still kicking. If you need anything, your best friend Vic is here to fulfill all your basic power needs. Agent, the recruiter is holding Birdie at Camp White Oak. After the attack on the White House, I don't want you going in there without support. Camp White Oak, ja. Okay, jetzt kann man noch mal reden. Glad you didn't shoot me. Hope there's no hard feelings about that hyena ambush. Okay, sie für einen Bug. Ich hab gesehen gerade, ne? Ich habe ihn einmal angesprochen, den Dialog angehört. Der Dialog kommt jetzt noch mal. If you need anything, your best friend Vic is here to fulfill all your basic power needs. Das ist schon mal weird. Agent, the recruiter is holding Birdie. Soll ich einfach nicht weglaufen, einfach stehen bleiben und anhören. White House, I don't want you going in there without support. Wally, we're gonna need the server. It's not stable. There's been some interference. The range is limited. Limited is better than leaving our agents without their tech. You're right. You're right. Agent, I'll have Wally give John the server. He can get you a ride to Camp White Oak. Okay, und jetzt ist erst abgeschlossen. Weißt du, hier auch, da dürft ihr euch auch keinen Millimeter bewegen. Und da, glaube ich, kann es dann öfter mal passieren, dass wenn man gerade in der Gruppe ist und jemand läuft woanders hin oder irgendwas ist hin und her, dass es dann anfängt zu backen. Weil jetzt haben wir die... Ja, müsste stimmen. Hoffe ich zumindest. Wir gucken uns das gleich an. So. Ja, alles gut. Alles gut. Dürften 100% sein. Und dann... Nächster Halt, Camp White Oak. So, dann schauen wir mal, ob das, was wir beisammen haben, ob das ausreicht und ob die Mission gut abzuschließen ist und natürlich, was uns erwartet am Ende, gell? So. Let's go. When you land, leave the server and start a sweep. I'll get the server from Fernanda and cover you. Agent Johnson, how did you get to White Oak so fast? What are you talking about? I've been waiting for you. Who did you think located Birdie? Oh, right. Sorry, guess I'm just getting a little paranoid with everything that's happened recently. That's fair. Agent, as soon as you land, head for the bridge. Agent, you need a backup. Automated defenses detected. Caution advised. Aha, okay. Dahin raus aus der Deckung. Ach, war nicht weit genug. Okay, Moment. Mal hier hin. Wow.
Natürlich muss er jetzt dahinter sich verstecken. Ich habe hier keine Deckung. Das ist nicht. Ich habe hier hinter keine Deckung. Ich kann Umbra nicht aufladen, weil ich mich hier nicht dran. Oh, nicht anlegen kann. Das ist mega uncool. Dann müssen wir kurz ausweichen. Na. Ah, hier, das wird wahrscheinlich ausreichen müssen. Okay, das war der eine. Wie komme ich da dran? Nein, geh doch hoch! Okay, ist gerade ein bisschen, schauen wir mal, ob das ausreicht. Okay, das ist ein bisschen wild. Black Tusk must have reclaimed White Oak after he recovered Lau. Makes sense. Nat's been working with Cal. This place does technically belong to POTUS. Head for the dam. Our tech seems stable. Hopefully we won't need the server. Agent, we picked up some Black Tusk chatter. They requested ordnance for the mortars. Nix flankierst du. Aber muss auch treffen, Daniel. Der Mensch muss aufgeladen werden, dringendst. Ernsthaft? Oh wow. Ja, ist auf jeden Fall knackig. Gut.
so krass, wie du mit Memento wirklich von Trophäe zu Trophäe merkst, dass du stärker bist. Warum reicht das? Ja. Agent, something's wrong with the network. I activated the mobile shade server. Stay close. I don't know how much range this thing has. System restored. Wow. Oh, nix. Wow, ernsthaft, was war das, Alter? Okay. Was? Machen wir es nochmal, gell? Alter Vater. Der Sniper muss weg. Okay, gut. Na komm, sah die Leute ab. Ich liebe das, wenn das so knackig ist. War schon gut. Problem ist dann, wenn man in so einen Rausch verfällt, wie eben, wo wir draufgegangen sind. Da habe ich halt einmal nicht auf die Sniper geachtet, ne? Und die nehmen dich sofort auseinander. Oh. So. Kaputt schießen. Okay. Memento ist auf jeden Fall voll. Das hat. Oh. Oh oh. Agent, there's some kind of interference. Our comms still work, but we're losing access to the shade tech. What the hell are you doing? What's happening? Your agent isn't following orders. And is gonna get us all killed. What orders? My orders. Agent, head to the bunker. System restored. Das könnte bitter werden, hier, das. Guck mal, da hinten guckt er. Da hinten guckt er.
System disrupted. Was? Steh auf so ein Scheiß. Fire detected. Oh wow. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Nein, nein, nein. Wow. Nein, ach, das ist doch zum Kotzen, Alter. Was ist das für eine Scheiße? So, das war wild. Also manchmal wünsche ich mir wirklich ein paar Checkpoints innerhalb der Mission. Besonders, wenn man die nicht kennengelernt hat. Und jedes Mal die Scheiße von neu starten muss, ist ein bisschen tricky. Besonders, wenn man solo unterwegs ist und oder kein Wiederbeleber dabei hat oder so. Aber, ja, gehen wir weiter und haben ein bisschen gewechselt, sind auf dem Stürmerbild und auf herausfordernd unterwegs. Also, wenn jetzt mal ein bisschen... ein bisschen rübergehen hier. Okay. Hey, can y'all stop shooting? I'm trying to work here. We need to get you to safety. Oh, shit. This isn't a drill. Division on site. Need backup at the parking lot. Okay, der eine ist weg. Weiß nicht, wo der andere Turm ist für das Brandgeschütz. Oh, das ist echt bitter. Ja, ah, okay, gut. Nummer 2. War Nummer 2. Wo ist Nummer 3? Ah, hier, okay. Hundertprozentig müssen wir gleich auch sowas machen. Wenn das hier schon ein paar Mal genutzt wird. Tell them to back the fuck off and stop shooting. Birdie, who are you talking to? Manny? What the hell is going on? We're here to rescue you. Rescue me? What the fuck are you talking about? Black Tusk have you. Again. No, they don't. Nat said we're working together now. Your agents brought me here. What? Birdie, who brought you to Camp White Oak? Your agent. You know, the one that looks like a fucking park ranger. Uh-oh.
Oh, what the fuck? Agent Johnson. Come in, Agent Johnson. Oh, shit. Wow, das ist so scheiße, Alter. Ach, genau. Was zum Glück habe ich jetzt den Dingens mit, siehst du? Oh, die Spot. Wow. Wow. Jetzt bin ich weg. Oh, die Spawnpunkte sind assi, ey. Krass. System back online. Hey, Nat. Oh. How about you let me go with my brother and we call it even? Uh-huh. Yeah. I fixed your power supply issues and haven't killed anyone yet. So, how about you let me go? We leave with the server and call it even. System. Ja, war er doch wieder. Da war er da wieder und hat zugeguckt. Daniel, nicht übermütig werden. Nicht übermütig werden. Agent Johnson. Come in, Agent Johnson. The team on site has lost access to their tech. God damn it. Johnson, where are you? Das ist wild. Das ist wild. Okay. Der konnte ja gar nichts. So, I guess Johnson is an asshole. Thanks for the rescue, Agent. Agent, clear Camp White Oak for extraction. Where's the server? Johnson has it. Oh, that makes sense. What does he want with the server, Birdie? Nat is trying to build. I'll tell you later. This channel's not secure. They've infiltrated our comms? Your comms are their comms. Keep up, Manny.
Hoppa. Hey, so, Johnson, or, should I call you Mr. Recruiter? What are you up to, Birdie? Oh, nothing. Just hijacking. What the fuck? Figured with all of Cal's toys, it wasn't really a fair fight. Hey, Agent, get to the helipad before this asshole gets away. Do you have it? Yes, Ned. I have the server. Birdie blew my cover. Facing heavy opposition. I'm not the Ritter. Sehr cool, ey. Das wäre immer eine Ulti, oder? Die Trigger, sondern hast du den Mörser Bombardement vor dir. Du kannst einfach laufen, alles vor dir wird zerberstet. Sehr cool, storytechnisch sowie gameplay-technisch. Coole Mission. Oh, sehr, sehr knackig. What? Das hier stelle ich mir tatsächlich super vor, wenn du auch mit schön im Grübchen auf Heroisch dann schön mit Heiler auch unterwegs bist. Na, wo? Wo ist er? Wo ist er hin? Ah, da. Genau hinter den Baum gesetzt, glaubt. Fuck. Guck mal, wie da oben steht. System disrupted. Oh, wow, wow, wow. Attack the network again, and we lose access to your tech and comms. I don't know what Sokolova wants with it, but if we lose your access to the Shade Tech, we lose the war. System back online. Neutralize the target. System curtailed.
you, but I need to take down the network. You can't do that, Birdie. Can't or won't? I definitely can. I just need to upload the countermeasure. Then none of you will have your little toys. System curtailed. System reactivated. Immediate medical assistance needed. Hostile, vulnerable. You can't beat him with your tech. I have a workaround. Give me a minute. Don't worry about it, Mr. Recruiter. Birdie, you know me. Huh. I know you're full of shit and will do anything to win this shit. Damn it, Birdie. You know what we're up against. I do. Agent, get clear. Birdie! Do this all day. System malfunctioning. System reactivated.
disappointed. Johnson was a special project of his. Too bad. He was a true patriot. Well, I suppose I should congratulate you. You took out Cal's favorite hunter and recovered your precious mobile shade server. Well done, Agent. Is this all just a game to you? Of course not. But I know when to cut my losses, regroup, learn from my mistakes, and come back stronger. Can you say the same, Manny? This isn't over. Of course not. Oh, send my best to Murray. She really is quite the spitfire. I can see why you fell for her. She is gonna be an excellent mother. You two finished yet? I wanna go home. Torres, you're clear for extraction. So Leute, warum ihr eben nichts gesehen habt während dem Kampf gegen den Rekruter, war schlussendlich einzig allein der Grund, weil das die absolute Affenscheiße ist. Also, ich weiß nicht, das ist ein absoluter Tiefpunkt für Division. Das war eine absolut grottenschlechte, also ne, die Mission da bis dahin war super, aber was für ein Dreckskampf am Ende. Wer kommt auf so eine scheiß Idee? Angefangen von dem blinden Cover, das überall gefehlt hat, diese Weak Points, die okay sind und kaputt zu schießen an sich. Aber klar, erst muss man die erstmal finden. Und aber B, hat man da auch kein Cover, hat keinen richtigen Schusspunkt, weil von überall Ads kommen und das Ganze so scheiße durchdesignt ist. Und dann den ganzen Kampf noch mit einem Timer zu versehen. Einem Timer, Alter. Das ist sowas von... Ich hasse Sachen, wo ein Timer drauf ist, hasse ich sowieso. Ne? Also so ein Extrem-Timer. Wenn du jetzt mehrere Stunden für immer Zeit hast und es dann dir überlassen ist, inwiefern du diese Zeit ausnutzt oder nicht, ist es was anderes. Aber nicht, wenn du gehetzt wirst. Und dann noch Damage-Phasen nur machen kannst, wo du eine halbe Minute warten musst, dass du überhaupt Damage machen kannst. Und dann, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich persönlich fand das absolut scheiße, die Endmission. Und ich bin einer, der ich sehe, viele sind weg, bin gern positiv gestimmt. Aber das, Alter, das Feedback-Grinse, das hat mich richtig aufgeregt. Ich war ständig mit seinem Brüllen daheim. Bin ein bisschen ärgerlich. Aber so, abgesehen davon, von diesem Müll, reden wir jetzt mit Birdie. They're running here. This machine is a thing of beauty. I don't know what the hell Mari did to her, but she needs to get back to the fish farm. Are those scales on the controls? Gross. Don't worry, I can fix her up. Hey, Manny. Can I wait? I just wanted to thank you for getting Birdie back to me. You're welcome. Can I go now? We need to talk about Johnson. No, we don't. Not now. Good night, Vic. You knew him, right? I knew of him. I wouldn't say I knew him. How many of your agents do you think are actually one of them? I have no idea. Do you think Elsa is... Shut up, Vic! She's ex-CIA. You never know. Go to bed. You see conspiracies where they don't exist. How well do you really know her? Good night! Why did she really go back to New York? Oh, we are so fucked! Citizens of the United States, my name is Natalia Sokolova. Oh, okay. Natalia ist überall. So Anwerber, so cool das Outfit aussieht. Aber ja, also Brian Johnson ist natürlich krass. Ja, das ist cool. Aber für alle, die ihn nicht kennen, da hinter mir steht er. Müsste er sein. Was eine scheiß Mission.
Was eine Scheißmission. Und es gab, natürlich habt ihr gesehen, ne? Es gab den Patch, ne? Den Hunter-Patch. Und es gab, ne? Die Anwerbermaske als Anhänger, die ist ganz cool. Viele hatten mit dem kompletten Outfit gerechnet, ich persönlich auch. Hätte ich sehr, sehr cool gefunden. Aber bekommen haben wir das hier. So. Die Anwerbermaske. Die, wenn ihr das zuerst seht, ne, denkst du dir, okay, für die Maske. 2625 Premium Credits. Ich weiß, das Ganze, die Outfits sind dahinter, sind auch noch damit verknüpft, wenn man die Maske holt, weil, sind wir mal, ich meine, 2625, das sind fast 30 Euro. Das alleine ist schon richtig viel Geld, gell? Spendenaufruf hier, by the way. Joke natürlich. Nur für eine Maske wäre halt die Oberfrechheit schlechthin. Man bekommt das ganze Outfit und so noch davon, von dem Anwerber, das richtig cool ist. Keine Frage. Und ich bin auch gerne gewillt, Ubi und beziehungsweise Division, mein Lieblingsfranchise, zu unterstützen. Aber Alter, das ist eine Frechheit. Das ist viel zu viel. Lieber mehr Skins reinbringen, mehr für weniger Kohle. Dass du einfach mehr Optionen hast, dass die Leute sich was aussuchen können, wenn sie unterstützen wollen und finden das geil. Und das zu einem respektablen Preis, aber nicht, Alter. Das Hauptspiel plus DLC kostet nicht so viel wie dieser fucking Skin. Zu mich verarschen. Also ich find's echt krass. Im Moment bin ich ein bisschen sauer auf mein Game. Deswegen, ja. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, was ihr davon haltet, wie ihr die Fahndung fandet, wie ihr das Finale fandet und was ihr hier zu dem Outfit sagt. So, ich bin raus, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.